Ja, produziere ich halt keinen. Das ist kein Müll. Also, okay, das ist nur grün, weil da halt. So. Wir bauen so ein Nahrungsding. Hier hin. Produzieren wir hier nämlich Müll. Kann ich denn jetzt eigentlich Müll lagern? Ich muss ein Dekret dafür wählen, okay. Forschung. Ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. Vielleicht hätte ich erstmal sowas bauen sollen. Das ganze Zeug da reinschleppen und wieder an Rufintegrität verlieren. Baut bitte erstmal das Ding. Produzieren wir ein bisschen Nahrung. Ist ja noch genug Eisen. Na, 400. Okay, wir produzieren jetzt. Also hier im Sektor minus 0,8. Und hier drüben im Sektor minus 1. Das ist schlecht. Auf Dauer. Eins pro Zyklus bringt das bloß. Haben wir 6 mehr als wir brauchen und hier haben wir deutlich mehr als wir brauchen. Administrator, a new request awaits your attention. Ja. Wie viele Leute können wir die drüben noch aufnehmen? Die Hütte ist voll. Da fehlen noch 4 Leute. Was haben wir hier schon wieder? Administrator Klein, Munchi-Algorithmen haben festgestellt, dass ein zu langer Aufenthalt in einem System die tote Erde-Krankheit verschlimmert. Dieses kollektive Trauma kann erst heilen, wenn die Besatzung ihre neue Heimat betritt. Wir dürfen nicht in einem System verweilen, das der Menschheit keine Hoffnung bietet. Okay. Ja, dann ist halt so. Ich hätte halt ganz gerne. Kann ich hier einfach. Achso, ich kann auch was reinschreiben. Dann schicken wir einfach mal 4 Leute darüber.
So, und das pausieren wir jetzt mal ganz kurz. Ich würde natürlich jetzt noch ganz gerne die Leute mitnehmen. Einfach um das Quest zu erfüllen. Das heißt aber, ich brauche nochmal zwei so Lagerdinger für Leute. Was kostet denn so ein Teil? 10 ist jetzt nicht die Welt. Da packen wir gefrorene Leute rein. Okay, hier drüben müsste es jetzt genau passen. Ne? Ihr müsst es genau aufgehen. Da sind 15, 15, 15. Überall 15. Okay. Was ist denn das hier überhaupt? Achso, die Arbeitskräfte gingen darüber. Nichts, Arbeitskräfte sind hier geblieben. Wow. Okay. Ich lasse es jetzt erstmal auf Sektor 1. Beziehungsweise eigentlich kann ich auch beides auf Sektor 2 setzen. Bevölkerungsgrenze. Wir haben hier schon 300. Okay. Machen wir es mal so. Aber ich höre jetzt trotzdem erstmal auf, wegen der Nahrung. Das macht mir nämlich noch ein bisschen Sorgen. Wir müssten das Ding ja mal fertig bauen. Dann wird man das nämlich ausgleichen, dieses minus 1 stationsweit. Okay, wie sieht es mit unseren Halden aus? Da haben wir eine. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf die Karte und sagen, dass wir auch die da haben wollen. 1000 Eisen fliegen da irgendwo rum. Was haben wir hier auf der Venus? Okay, das sollte jetzt hier mal relativ. Achso, da hat jetzt. Das war jetzt hier fertig. Was haben wir hier noch an Leuten? Die hat jetzt alle geholt. Die restlichen sind jetzt hier hinten noch. Ne, 27? Moment, Moment, Moment. Hä? Hieß es nicht, wir haben im System noch übelst viele Leute? Wie viel haben wir denn hier noch? Ach, da haben wir noch 273. Okay, ja. Kann ich eigentlich hier auch irgendwo eine Obergrenze angeben? Naja, da muss noch Eis abgebaut werden. Was ist mit ihm hier? Er ist Stufe 2. Der ist auch Stufe 2. Ist immer noch Stufe 1 hier, mein Forschungsschiff. Immer noch 78 Eisen. Aber ich befürchte, wir müssen trotzdem gleich mal wieder die Prioritäten ändern. Einfach noch ein bisschen Eisen ranzuholen. Denn er braucht ja auch ein bisschen. Neutral. Jetzt heult man nicht rum, Leute. Was haben wir hier? Stabilität. Das kostet halt alles übelst viel. Machen wir ein neues Request hier drüben. Administrator, es gibt derzeit viele eingelagerte Kryokapseln. Das Wissen um den Zustand möglicherweise noch lebender Familienmitglieder wirkt sich nicht positiv auf die Besatzung aus.
um den Zustand möglicherweise, ach so, um das Überleben der Menschheit zu sichern, benötigt die Tycoon so viele Besatzungsmitglieder wie möglich. Es wird empfohlen, sich mit der Anhäufung von Kryokapseln in den Halden der Station zu befassen. Garantiere die Erweckung von 50 Kryokapseln in 24 Zyklen. Ja, können wir machen. In vier. Moment. Das heißt ja. Das wird ja gar nichts. Wir machen ja bloß. Ach wohl, einen 0,3 Zyklen. Das heißt, wir machen pro Zyklus ungefähr 3 Leute. Das heißt, in 24 Zyklen haben wir ungefähr 72 Leute erweckt. Passt also. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Nahrungsproduktion erhöht. Das ist okay. Das wäre halt echt nicht schlecht, aber das kostet viel zu viel. Ja, jetzt geht es wieder los, die Bevölkerung. Ab. Wieder das Ding. Kann ich theoretisch, Moment, das mal ganz kurz, so eine Außenbordschleuse könnte ich auch hier hinsetzen. Zumindest theoretisch. Kann ich dieses komische Sektor 2 Schild wegmachen? Nee, kann ich nicht. Warum passt das eigentlich hier nicht dazwischen? Kann es ja auch nicht gehen. So, das ist das Sondending, was damit hingepasst hat noch. Habe ich das Richtige gebaut? Habe ich nicht. Ja. Keine Außenbordschleuse, das Ding. Produziert 1 alle 30 Zyklen. Krass. Okay, es kommt halt langsam was dahin, die Baustelle. Wir haben in Sektor 2 schon wieder Obdachlose. Gut, das hat 50 Leute aufwecken. Die wollen natürlich auch irgendwo wohnen.
Ich stelle nochmal ganz kurz die Prioritäten um. Denn jetzt sollten die Leute auch reinpassen. Hoffe ich. Oh, so ein zweites. An accident has occurred in the tycoon. Was denn, Bruder? Ach, da drin. Okay. Aber wenn das hier wenn das hier voll ist, würde ich tatsächlich erstmal wieder pausieren. Einfach damit wir nicht immer noch mehr Nahrung brauchen. Es ist nämlich jetzt schon wieder. Was ist denn das hier? Also. Wir sind nämlich schon wieder im Minus. Das ist nicht so cool. So, abgeschaltet. Ein Besatzungsmitglied hungert in Sektor 2. Wieso das denn? Wie ist denn hier die Nahrungsverteilung? Ganz kurz. Nahrung in Sektor 1, 100. Gehen wir halt mal runter auf 80 und machen mal. Und davon hier aus 100. Okay. 17 Leute wollen irgendwo wohnen. Sorry, dafür habe ich jetzt aktuell erstmal kein Eisen. Also für 15 Leute schon, aber nicht Eisen, sondern Legierung natürlich. Ich muss erstmal wieder hier das umstellen, dass wir wieder Eisen holen, bevor mir das hier ausgeht. Oh. 424 Leute. Also wir sollten auf jeden Fall kein Problem mit mehr Arbeit haben. Hier haben wir 10 Leute übrig. In Sektor 2 haben wir noch 30 Leute übrig. Obdachlose. Nahrung ist auch. An accident has occurred in the tycoon. Da hinten noch mal so ein Ding hin. Bevölkerung dahin. Bauprojektivität. Oh, schon wieder ein Accident. Sieht doch okay aus. Wie viele Leute können wir da noch aufnehmen? Wir können hier noch 60 und da nochmal 47, also noch. Das reicht. Und doch 100 Leute. So brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen nur noch 66, die wir aufnehmen müssen. Dann passt das. Also 66 von diesen Kryo-Kapseln. Ich sag mal, wir könnten natürlich versuchen, alles mitzunehmen, sobald hier dieses zweite Dock fertig ist. Da würde ich nämlich ein Schiff weiterhin nutzen, um Eisen ranzuschaffen, damit hier die Legierungsproduktion nicht abreißt.
Und eins könnte ich dann nutzen, um halt hier den Sektor leer zu farmen, was hier alles noch so rumliegt. Okay, wir haben hier jetzt eine Überproduktion und hier drüben haben wir eine Unterproduktion. Das heißt, wir müssen, ja, das muss auch nochmal gebaut werden, früher oder später. Ach ne, jetzt ist null. Glatt. Sehr gut. Wir produzieren hier 3,6. Jetzt produzieren wir sogar mehr. Moment, was produzieren wir hier? Wir produzieren hier weniger. Schiebt ihr auch darüber? An accident has occurred in the tycoon. Ganz kurz, Moment. Sektor 2 exportiert an Sektor 1. Machen wir hier 90. Da auch Ziel 90. So, dann kann hier nämlich auch rüber transportiert werden. So viel Eisen übrig plötzlich. Also nicht Eisen, sondern Legierung. Im Prinzip müsste ich hier bei allen. Ne, da nicht. Ja, ne, passt da nicht oben. 50 Legierungen. 15. Was würde denn so eine zweite, Moment, Fabrik kosten? Puh. Würde halt auch nochmal. Ja, es kostet alles so viel Legierung. Ne? Das ist Wahnsinn. So, 33 Leute kriegen wir noch mal. Das reicht doch sogar. Dann haben wir doch genau 500. Okay, erstmal Nebenquest abgeschlossen. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch springen. Wir haben jetzt keinen Quest mehr hier. Ich würde aber, wie gesagt, noch gerne die ganzen Ressourcen hier mitnehmen. Also hier diese Chips und diese Polymer. Weil wir das ja noch nicht herstellen. Also wir haben dafür noch keine Produktion. Die Kryokapseln, weiß ich nicht. 235 Stück. Puh. Das wäre natürlich nochmal eine Hausnummer. Ich müsste halt im zweiten Sektor wahrscheinlich nochmal einen Haufen Lager bauen, dann könnte ich zur Not auch machen. Der holt jetzt wieder Eisen. Okay, hier oben ist das Eisen auch leer. Das heißt, wir holen schon von hier drüben. Wie sieht es denn hier aus? Das Ding ist ja gebaut. Wir bauen jetzt nochmal ein Transportschiff. Sehr geil.
Wir haben nur noch 5 Strom. Das ist nicht viel. Das heißt, wir müssten nochmal hier so ein Solardings da bauen. Das. Ah, dann ist es halt so. Bauzeit 1,5 Zyklen. Und bitte baut erstmal das Schiff da fertig. Perfekt. So, jetzt haben wir hier ganz andere Möglichkeiten. Was ist denn jetzt hier? Mit dem Schiff. Was wird immer noch gebaut? Na los. Sehr geil. Okay. Dann können wir jetzt nämlich hier erstmal das ganze Gerümpel ranholen. Wie viel Strom braucht es? 3. Das können wir wieder anmachen. Da haben wir noch ein paar. Ja, die Rumpfintegrität nimmt erstmal ein bisschen ab, ist klar. So, hier sind ja, ist ja genug Platz, um noch mehr von diesen Dingern zu bauen. Aber was mir gerade auffällt, die Frage wäre jetzt, also ich habe jetzt noch 2 Slots frei. Zweites Forschungsschiff, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ob man jetzt einfach noch ein drittes Frachtschiff baut. Ich sag mal, genug Ressourcen hätte ich dafür noch. An accident has occurred in the Tycoon. Welche Halde hat sie jetzt erwischt? Achso. Okay. Sehen wir wieder Strom. Also wir haben jetzt hier 1,2 Zyklen, hier haben wir 1,4 batteriemäßig, bin ich jetzt. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Okay. Die Frage ist sowas, Silizium, Eis und so. Ja, könnte ich mal ein bisschen was mitnehmen. Ah, ich bräuchte auf jeden Fall nochmal 2 Lagerplätze für Eingefrorene. Alles holen wir jetzt hier.